Stück erzählt etwas über einen Zeitfluss, eine Dekadenz in einer Zeit, etwas, was in Bewegung ist, was nicht mehr aufzuhalten ist, wo die Menschen alle und eben nicht nur diese Hauptfigur Elis alle nach dem Sinn suchen, wo es Verführungen gibt. Es gibt da drin eine Bergkönigin, die ihn versucht, in eine Welt zu verführen. Das hat geradezu etwas Demagogisches, fast sagen politisch Gefährliches, wenn man das so deuten möchte. Aber wie alle Märchen, wie alle Mythen, ist es nicht so eindimensional wie keine einzige Antwort auf die jeweiligen Fragen, die da gestellt werden.